So, Wettermeisterschaft. Das ist Seite 283. Kategorien sind. Bewölkung. Es ist bedeckt. Niederschlag ist Schauer. Nee, es ist heftiger Dauerregen. Temperatur ist kühl. Und Wind ist eine leichte Brise. Okay. Okay, wenn ich die Windrichtung so ändern würde, dass der Wind vom Dorf zu uns weht, dann müssten Sie uns ja quasi schlechter hören, weil der Wind die Geräusche wegträgt. Das ist so richtig. Dann würde ich von Dauerregen auf Wolkenbruch ändern, wirklich so, dass man halt keine 10 Schritt weit sehen kann. Das ist eine Kategorie. Nachts, da muss man auch nicht. Brauche ich Fenster verhangen für Wolkenbruch oder reicht bedeckt? Finster verhangen, dann hast du noch sowas wie Mondlicht. Das hast du dann wohl noch. Mondlicht ist natürlich sowas wie eine plus 5 auf alles oder plus 6, plus 7. Für Sichtproben, meinst du? Genau. Gut. Ja gut, aber für die Sicht habe ich ja auch mitunter den Dauerregen. Der ist halt laut Ja. und schränkt auch die Sicht ein, deshalb. Gut, aber ich gehe mal sicherheitshalber auf finster verhangen. Also einmal verändern, zweimal verändern. Ja, Temperatur, das so. Temperatur ist erstmal egal. Also wenn es jetzt schneit, ist es wirklich auffällig. Und der Und Wind? die Windgeschwindigkeit ändere ich auch nicht, aber ich nehme die 3 Punkte in Kauf, um die Windrichtung so zu ändern, dass der Wind die Geräusche nicht explizit zum Lager trägt. Okay, gut. So. Das ist dann 1 Punkt Erschwernis, 2 Punkte Erschwernis, 5 Punkte Erschwernis Ist das insgesamt. pro Kategorie nur plus 1? Das ist nicht so Ja, die viel. Kosten sind plus 3 pro Okay, Kategorie. ja, ich sehe es. Genau, das heißt dann, ich habe 2 Kategorien geändert, das sind 6 ASP plus die Grundkosten 5. Und ja, davon werden die Sternchen abgezogen. So. Wir haben ausreichend Vorbereitungszeit. Ich lasse mir für den Zauber Zeit. Das heißt, Eine aus den 5 Spielrunde Punkten. sind 2 Spielrunden, sind 10 Minuten. Genau. So, damit sind wir dann bei einer Erschwernis von plus 1 auf die Wettermeisterschaft. Also hier unten ist euer Lager irgendwo. Ihr wollt dann aber die Windrichtung hier rüber drehen, ne? Also vom Lager dahin. Genau, dass wenn wir hier quasi hier am Werkeln sind, Ja. dass die Geräusche nicht nach hier getragen werden. Genau, Also weil quasi, dass der Wind aktuell so. sitzt ihr ja hier oben, hier unten, und ihr wollt euch da rüber stellen und da fängst du mit der Wettermeisterschaft an. Genau, wenn wir hier sind, Ja, okay. würde ich die zaubern. Gut. Genau. Dann zauber ich mal. Also, plus 1 Erschwernis hatten wir gesagt. Da sind 9 Sternchen übrig. Das heißt, von den ermittelten Kosten von 11 darf ich 9 abziehen bis zu einem Minimum von 6, also 6 ASP. Die Wirkungsdauer ist eine Viertelstunde. Ja, 3 Spielrunden. Und danach gleicht sich das Wetter auf natürlichem Wege aus. Also wenn wir wirklich viel Glück haben, kann es auch einfach so bleiben. Und als Zone ist die Zone bei meinem ZFW groß genug, dass es einfach egal ist. Ja. Groß die Größe. Genau, ihr könnt sehen, wie Kasim, während wir noch hier auf der Karte sind, sich einmal aufstellt, die Augen schließt, den Stab tatsächlich vor sich einmal in den matschigen Boden steckt, einen Schritt zurückgeht, dann eine langsame, fast singsangartige Litanei auf Utulamidia anstimmt und sich dazu zweimal sehr langsam im Kreis dreht und währenddessen so Bewegungen mit den Fingern macht, als würde er eine Harfe spielen, ein Zupfinstrument. Und während er das tut, wird der Regen heftiger und die Wolken ziehen sich dichter zu und der Wind beginnt seine Richtung zu drehen.
Goggelmoggel sitzt daneben und starrt mit offenem Mund darauf, wie Kasim zaubert. Sie ist ganz gefasst, gebannt. Hat irgendjemand von euch Kälte empfindlich? Nur Resistenz. Nee, ich habe auch Resistenz. Okay, perfekt. Haben die Goblins auch, ne? Mhm. Ja, wir haben Fell. Okay, dann ist das für euch kein Problem. Für Tau allerdings wäre das jetzt bitterkalt. Zum Glück ist er nicht hier. Es ist wirklich ein Wolkenbruch, wie man ihn selten sieht. Ja, wenn ihr möchtet, ihr seid aktuell noch in diesem Wald, könntet dann über die Nacht dann hier rüber laufen. Habt ihr natürlich gewartet, habt ihr euch dann so ein bisschen akklimatisiert, eure Rucksäcke in dem Lager gelassen, damit ihr nicht allzu beladen seid und dann nur mit eurer Grundausrüstung, also ja, Lederpanzer und Speer oder was auch immer ihr führt, dann einmal hier rüber huschen, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt euch treffen. Wir sollten jetzt zusammenbleiben. Los jetzt! Ja. Allein, zusammen, Domine. Wir müssen da schnellstmöglich rein. Aus dem Sichtfeld raus. Ich spreche noch ein kurzes Stoßgebet zu Rondra. Rondra möge uns schützen und uns zum Siege verhelfen. Und dann gehe ich mit. Können wir das Dorf überhaupt noch sehen? Ja, doch. Also ich muss gerade mal schauen. Wie gesagt, es ist finster. Das heißt, Sinneschärfeproben wären erschwert um mittlerweile 8, zusammen mit dem Regen. Es sind 50 Schritt Entfernung bis zur Palisade, aber dadurch, dass es eben alles noch erleuchtet ist, zumindest so eine passive Erleuchtung durch die Kamine, durch die Fackeln, die durch die Kerzenschein im Inneren und die Wachen, ist das alles luminisiert, ja. Okay. Schwerlich, gut. Aber es geht. Vor allem hört ihr sie auch und ihr wisst auch, dass sie da sind. Na gut, der Wind trägt ja alles zu uns. Genau. Und von uns noch weiter von ihnen weg. Ihr steht vor der Mine, die wie gesagt verschlossen ist. Wenige Brocken, die hier noch liegen, aber silbrig schimmern tut da gar nichts. Wenn man nicht wüsste, dass es eine Silbermine sein sollte. Es gibt tatsächlich noch die, ihr hattet ja die Kleidung der Minenarbeiter bekommen. Dieses Wappen werdet ihr dort finden, allerdings anstatt des heraldischen Symboles für das Erz werdet ihr dort Silber finden, was dann eben eine Kategorie höher ist. Und könntet vor dem Eisentor zum Stehen kommen. Ich würde mir gern das Eisentor angucken und schauen, wie das gesichert ist. Mhm. Es gibt eine Verbindung, die wohl über ein Seil in das Innere, also du kannst es nicht genau sehen, weil es dann in der Nacht sich verliert. Es gibt wohl ein Seil bis rüber zur Palisade. Wozu geht denn das? Vielleicht als Warnmechanismus, dass jemand unbefugt ist, die Mine betritt. Woran ist das Seil angeschlossen? Schaut mal. Ja, ich gucke mal danach und versuche, die dahinterliegende Mechanik zu verstehen. Ja, Bergbau oder Mechanik? Oder Feinmechanik, kannst du auch ableiten. Bergbau habe ich nicht, Gesteinskunde könnte ich anbieten. Ja, Gesteinskunde ist auch drin. Ja. Gesteinskunde wird dir tatsächlich auch angeboten. Ich hatte jetzt nicht angenommen, dass du das hast, aber ja. Der krasse Mechaniker hier. Goggelmoggel hat nur Mechanik auf 1. Na ey, für einen Goblin ist das viel. Ronka betrachtet sich das Ganze. Das ist sowas wie der Sicherungsmechanismus. Du kannst dann, du weißt nicht genau, welches Gebäude da als Mechanismus dient, als Riegel dient. Aber über die Seilwinde kannst du es aus dem Inneren des Dorfes kannst du es nach oben ziehen. Das ist kein Alarmdraht, sondern das ist nur der Draht bzw. das Stahlseil zum Anziehen des Eisengitters. Uiuiui, das ist Trollstein, ganz gefährlich. Damit ziehen sie das Eisengitter hoch aus dem hinter der Palisade. Weiß nicht, ob wir von hier aus das Tor aufbekommen. Ich meine, wir müssen das selbst auch hochziehen. Ist das denn mit einem Seilzug? Oder wie schaffen die das? Ist der hier direkt am Tor oder befindet er sich dann hinter der Palisade? Kannst du das sehen?
Vermutlich wird der Seilzug irgendwie von einer oder zwei großen Pferden gezogen. Wir haben ein Pferd und zwei Wildschweine, das müsste ja als Zugtiere reichen. Wenn wir das Seil kappen und dann unsere Reittiere anbringen? Ja, oder hier hoch. Wie schwer so wird das Tor schon sein? Vielleicht kriegen wir es ja auch zusammen hoch. Wollen wir es erstmal probieren, dass wir es einfach hochheben, wenn wir alle anfassen? Ja, also, ihr seht mir aus wie kräftige Burschen, kräftige Männer. Und ich benutze ein Goblin, kein Kriegshammer. Wir könnten das probieren. Wir sollten es vielleicht einfach so mal probieren. Na gut, wie muss euch anpassen. Da. Also, Kasim, wenn ihr da mit eurer Zauberkraft mithelfen könnt. Erstmal schauen, ob es ohne geht. Ich hatte gehofft, dass es ein schweres Schloss gibt, das man aufmachen könnte mit Gewalt. Naja, jetzt gucken wir mal, ob wir das Tor überhaupt bewegen können. Weil wenn wir es nicht auch nur den Hauch bewegt bekommen, dann kann ich euch auch noch so stark machen und es würde euch doch helfen. Finde ich in der Nähe so ein Baumstamm oder irgendwas, was man da drunter klemmen könnte, sollten wir das Tor tatsächlich aufbekommen, dass es nach oben hält. In der was ist Nähe, mit den Steinen, die rumliegen? Ja, so in der Nähe findest du keinen Baumstamm. Du könntest aber so eine Truhe für Abraum könntest du dann rüberzerren. Das ist so eine richtig schwere Steinkiste und die könntest du rüberziehen. Das ist natürlich genauso brutal schwer, die dann rüber zu schleifen. Zumindest wenn die voll ist. Ich würde da helfen. Gibt sie dann ungefähr so 90 cm Höhe, die Truhe, oder? Ja, einen Meter, genau. Okay. Ja. Kann man dann drunter durchhechten. Wenn ich Hilfe kriege, dann packe ich an und hau ruck. Ja, ich helfe dir auf jeden Fall. Ja, ich helfe mit. Ja, okay. Ich packe auch mit an. Dann gib mir mal eine Athletik-Probe, Kraftakt. Und ich möchte in Summe 25 Sternchen haben. Sidon ist nicht so furchtbar kräftig. Ja, Schicksalspunkte gehen natürlich immer. Ich guck mal. Also, Ronga bietet 8 Punkte. Sidon, wir sind bei 6 Punkten. Groggel, wir sind bei 2 Punkten. Patzer, Goggelmoggel, wir sind bei 0 Punkten. Perjin, wir sind bei 2. Kasim, wir sind bei 1 Punkt. Hab ich schon wieder einen Patzer gewürfelt. Ja, wir haben sagenhafte 3 von 25 Punkten. Ja. Ihr rüttelt ein bisschen an der Kiste und 2-3 Steine fallen raus. Ui, Trollstein. Erkenne ich sofort. Das funktioniert wohl nicht. Roger stellt sich drauf und fängt an, mit seinem Schniepi zu pinkeln. Wenn wir diese Truhe nicht mal angehoben kriegen, wie sollen wir es dann mit dem Tor schaffen? Ich glaube, wir sollten es vielleicht lieber mal mit den Pferden und den Schweinen versuchen. Ja, man muss drauf pinkeln, dann funktioniert es besser. Das wäre zu auffällig. Wenn wir jetzt die Pferde und die Schweine holen, dann ist das zu auffällig. Pferd haben wir doch gar nicht mitgenommen, dachte ich. Ja genau, die sind ja alle noch in der Höhle. Vollkommen richtig. Ne, das Pferd ist bei der Erzmine die Schweine sind bei eurem Lager. Die Schweine sind beim Lager. Wir hätten 2 Schweine als Zugtiere. Die Wildschweine fallen vermutlich auch weniger so auf. Als ein Pferd. Sollen wir die mal rufen? Wie viel Wasser ist hier, Frosty? Es ist genug. Peitschender Regen. Frage: Könnte ich mit dem Metamorpho-Gletscherform in der Variante Wasser zu Eis das ganze Ding quasi durch Eis anheben? Du kannst es rutschen lassen. Also dann musst du nur noch das Tor aufkriegen. Aber dann kannst du die Kiste dahin rutschen lassen, das geht. Also ne, ich hatte gemeint, dass ich quasi unter dem Tor Eis bilde, das das Tor hochschiebt. Och, nee, das geht nicht. Aber du kannst, wie gesagt, die Kiste rüberrutschen lassen. Dann ist die Kiste, also wenn du Metamorpho Wasser zu Eis machst, dann rutscht die Kiste, die ihr eben nicht bewegen konntet, rutscht dann rüber, dann müsst ihr das Tor aufhebeln, dann könnt ihr die Kiste runterschieben und dann verhakt sich das. Ich habe noch eine Idee. Ja. Dann sagt Kasim.
Wir könnten die Kiste auch rüber rutschen lassen. Wir haben sie doch gerade schon nicht gezogen bekommen. Ich weiß nicht, die Kiste ist zu schwer. Ja, eine Sekunde. Kasim kniet sich ab, legt die Hand auf den Boden, schließt die Augen und beginnt wieder eine utulamilische Formel vor sich hin zu sprechen. Kurzer Wortlaut, immer wieder wiederholt. Und von seiner Hand aus breitet sich auf dem Boden Eis aus. Das ist dann quasi eine Art Rutschbahn. Auch mit so ein bisschen einer Seitenerhöhungen, dass die Kiste nicht den falschen Weg nimmt. Aus. Hör mal den Metamorpho. Jawohl. Was ist das für eine Modifikation? Wasser zu Eis ist plus 5. Permanente Form brauche ich nicht. Jetzt brauche ich, wie komplex ist das? Hier steht nämlich je nach Komplexität zwischen 20 Aktionen und mehreren Stunden Zauberdauer. 20 Aktionen. Einfach nur eine Eis. Okay, einfach nur eine Eisbahn. Dann kann ich verlängern. Ja, du deutest das einmal entlang, du fährst mit der Hand über den Weg, den er fahren soll, und das Regenwasser wird dann zu einer Eisbahn. Jawohl. Jetzt brauche ich. Wie viel Raumschritt, sprich Kubikmeter Eis habe ich erzeugt? Also die Kubikmeteranzahl ist gering, Quadratmeter sind es. Du willst ja sowas auch wie einen Teppich. Ja genau, du willst ja so einen Teppich machen. Also ich würde sagen, die Strecke ist, du würdest sagen, die Kiste ist 2 Meter dick, dann der Weg ist grob 5 Meter und die Schicht, die du erzeugst mit dem Eis, sind wenige Zentimeter. Also ich sag mal 20 cm hoch, dass das Eis 2 mal 5 sind 10 mal 0,2 sind was hatte ich gesagt? 10 mal 0,2 ja, sind wenige Kubikmeter. Das ist nicht viel. Ich gehe einfach mal von 2 aus. Das ja, 2 genau. Kubikmeter. So, das sind 6, 12, gar nicht so billig. 12 minus 1 aus dem Stab. Aber ihr könnt sehen, bis unter das Tor, genau, bis unter das Tor, bis hinter das Tor. Und jetzt müsstet ihr halt noch das Stahltor aufhebeln. Danach würde die Kiste runterrutschen und sich verkeilen. So, und jetzt das Tor. Das ist großartig, Kasim. Auf euch ist Verlass. Auf euch ist Verlass. Ja, das schmälert nur alles. Falls es zu einem Kampf kommt. Wollen wir es nochmal mit der Körperkraft versuchen? Gut, ja. Jetzt haben wir einen Hebel. Wir haben keinen Hebel für. Kasim schiebt seinen Stab unter das Tor, sodass man den hochziehen kann, um quasi einen Hebel zu haben. Haben Sie nicht Angst um den dünnen Stock da? Der bricht nicht. Das kleine Stückchen wird sicherlich brechen. Ihr könnt einfach mal versuchen, dran zu hebeln. Ich würde einem, der den Hebel benutzt, eine minus 5 geben, alle anderen eine normale Athletikprobe. Gehen nicht alle an den Hebel? Ist das nicht viel schlauer? Wenn das ein oder normaler das Stab ist, nein. Wenn er verlängert wird, ja. Verlängern kann ich nicht. Dann kannst du es nicht, geht da nur einer an. Wonga, ihr solltet da an den Hebel gehen. Ihr seht am kräftigsten aus. Gut. 20 Punkte für das Tor in Summe. Ronga minus 5. Großartige Proben. 8. Dann ein mehr sind 9. Ja, wir haben's. 8 nochmal und 3. Wir haben's und Kasim fest an. Ja, sehr gut, sehr gut. Versucht das runterzuschieben und während ihr seid genau auf 20, ne? Ja, wir sind genau auf 20. Ja, ihr versucht das irgendwie hochzuziehen, zu schieben und plötzlich stolpert Kasim über das Eis und ihr fallt hin. Ich muss gerade mal schauen. Pergin wird umgerissen, das Tor wird Zidon aus der Hand gerissen und ihr habt kurz die Befürchtung, während das Eisengatter runterkracht, dass es euch direkt in den Bauch fährt und euch tötet. Da rutscht die Kiste von Kasim ein weiteres Mal genauso mit euch runter und es kracht auf das Holz. Ihr hofft, das hat niemand gehört. Fast hätte euch das Tor halbiert. Kasim guckt auf das Tor, das. Er guckt auf das Tor, das inzwischen so gefühlt wahrscheinlich über seinem Kopf hängt
Glück gehabt. Gut, weiter. Wir sollten hier so schnell wie möglich durch sein. Ja, ich würde in die Mine reingehen. Ja, ihr könnt euch umsehen. Die Mine ist hier am Eingang. Auf alle Fälle nicht mehr aktiv, sondern tot. Und viele Stollen, die hier reingetrieben worden sind. Viel Geröll, viel Abraum. Einige ehemalige Stollen, die mittlerweile gestorben sind, sind wohl auch mit zahlreichem Geröll gefüllt. Also mit anderem Stein, was man nicht immer braucht, ebenso das, was in der Kiste lag. Ihr könnt euch gerne mit einer Bergbau- oder mit einer Gesteinskundeprobe in der Mine versuchen, umzusehen. Höhlenkundig zählt. Ich hatte Rocker nicht Fackeln besorgt? Ja, ich hatte mir auch eine Fackel besorgt. Ich entzünde erstmal zwei der Fackeln und gebe eine ab. Die würde ich dann nehmen. Nein, nein. Wir werden uns erstmal eine gute Sicht verschaffen. Wir sollten immer noch genug Hände frei für Schwerter haben. Und Speere. Freunde, gebt mir einen Moment zum Meditieren. Ich muss meine Kraftreserven für einen Moment aufladen. Ich hab mal gehört, meditieren ist besser als einfach nur doof rumsitzen. Möchte Goggelmoggel die Probe schippen. Da müsste ich schon... eigentlich würde es reichen, die 19 zu schippen. Ja, komm, dann schippe ich mal die 19. Ach, wieder eine 19, das gibt's ja nicht. Kommt wieder. Oh. Während die sich quasi orientieren, wird Kasim sich an der ersten Biegung, dort wo man quasi den Ausgang, wo man sich nicht noch verirren kann, sich mal abhocken zum Meditieren. Für eine halbe Stunde? So lang wie ich Zeit habe, das müsst ihr mir jetzt sagen. So meditieren lang. Kannst du ja beliebig lang. Also wahrscheinlich wirst du nach 2 Minuten mit dem stumpfen Ende des Speers gepiekt. Wollen wir weitergehen? Ist voll langweilig, wenn du da nur rumsitzt. Okay, wie viel Punkte erschweren das gibst du mir, damit ich da weitermachen kann? Kannst du nicht, wenn er dich da stört. Es ist ein Goblins. Du musst ruhig da liegen, ungestört. Also mit einer normalen Gruppe würde ich es dir erschweren, aber es ist ein Goblins, keine Chance. Und das ist halt tierisch langweilig, wenn du da einfach nur rumsitzt. Schamane Rich, Kasim, du musst uns weiterführen. Genau, musst aufstehen und weiterlaufen. Los. Ja, der Stamm vertraut auf dich, also hopp. Er lässt so ein bisschen die Schultern hängen, steht dann aber wieder auf. Also du wärst noch vertrauensseligerer, wenn du eine Frau wärst. Ja, oder ein Bauer. Gesteinskunde, ist das ableitbar auf Orientieren? Also für die Probe jetzt? Für Orientieren, ja. Tatsächlich, ist eine valide Ableitung. Auch da würde dann höhenkundig oder sowas zählen. Aber es ist eine plus 10. Ja, trotzdem bessere Chance. Aber das kann ich auch mal versuchen, plus 10. Ja, wo sind die Naturkunde? Ihr irrt durch die Gänge. Und nach grob 10 Minuten wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid. Alles um euch herum ist finster. Nur noch die Fackeln, die das Restliche beleuchten, aber das Gestein ist so dumpf, dass es dann das restliche Licht schluckt. Auch von draußen, den Wind könnt ihr nicht mehr hören. Nur noch der Stein, wie er von oben auf euch runterdrückt. Massive Tonnen, die euch erdrücken könnten, während ihr da rumgeht. Und vielleicht noch die ein oder andere Hacke, die da am Wegesrand liegt. Einige große weitere Kisten aus Holz, die den Abraum aufnehmen. Ansonsten ist alles tot. Na, Goggelmoggel. Ja, ich weiß, die Vyasula und Yugubai werden uns fressen. Ja, und ich hab voll die Vermutung. Wir haben uns verlaufen. Ja, haben wir. Ja, okay. Passiert. Ja, wobei, verlaufen hat man sich erst, wenn man umdreht. Dann dürfen wir einfach nicht umdrehen. Wir müssen weitergehen. Das ist klug. Ja, richtig klug. Wir gehen jetzt weiter und an jeder Abbiegung, die wir treffen, werden wir immer dieselbe Richtung wählen. Früher oder später müssen wir dann rauskommen, auch wenn wir durch jeden einzelnen Gang hier laufen. Lauf mir da nicht im Kreis? Du, Goggelmoggel. Schamanerich. Was denn? Du hast doch Kreide bekommen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hast du etwa in mein Gehirn geguckt? Nee, das kann ich nicht. Na, dann war ich das wohl. Ich hab Kreide dabei. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Vielleicht hast du sie sogar gegessen. Hast du irgendwelche Nachteile? Also ich habe meine Kreide gegessen. Ich guck gerade, irgendwelche Nachteile. Ich glaube nicht. Neugier.
Also, ich habe ein Stück abgebissen. Ich habe nur noch so ein Stummel. Ich habe meine Gans gegessen, die war irgendwie eklig. Ich fand die ganz schmackhaft. Groggel würfel meine Neugier, also Selbstbeherrschung erschwert um Neugier, also um plus 6. Vielleicht hast du ja noch die zweite. Du hast ja 2 Stück bekommen, oder ihr habt insgesamt 3 Stück bekommen. Erschwert um Neugier, okay. Goggle hatte ja schon. Ja, aber ich habe auch Neugier. Ja, genau, das ist ja die 1, also nicht geschafft. Du hast deine aufgegessen und Groggel hat seine auch aufgegessen. Eieiei, ich dachte, ich hätte noch ein bisschen, aber die habe ich vielleicht noch dem Schnaps gegessen. Also die Methode immer nach links gehen. Welches links? Das links oder das andere links? Wir hätten Kohle kaufen sollen, dann hätten wir das jetzt an die Wand malen können. Hättet ihr die nicht auch gegessen? Kasim zeigt einfach mal nach links und geht dann los und wird tatsächlich immer, völlig egal was passiert, außer es geht einfach nicht anders, links gehen, um früher oder später irgendwas zu finden. Aber Magiermann? Ja? Hier liegen doch so Hacken rum, oder nicht? Ja? Kann man nicht einfach damit irgendwie so einen Stein ritzen? Ja. Gut, machen wir. Okay. Du bist ein, wie nennt man das noch? Strunzklug. Klugmannerisch. Ja, strunzklug.